Hier machen wir jetzt ein wirklich einfaches Low-Carb-Brot, ohne Mehl und mit höherem Eiweißanteil als normales Brot. Dazu werden einfach alle Zutaten miteinander vermischt. Ins Brot kommen zum Beispiel Magerquark, Eiweiß, Sesam, geraspelte Karotte, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Amaranth und Salz. Vorgeheizte Denkkastenbrotform mit einigen der Saaten am Boden ausstreuen und in den Teig hineingeben. Die Dampfrinne mit Wasser befüllen und das Brot etwa 50 Minuten bei 180 Grad backen. Nach dem Auskühlen dann nur noch vorsichtig stürzen.